Herzlich willkommen zurück hier bei Schlag den Star. Heute hier mit zwei schönen Männern und Julius Brink. Ah nee, wir nehmen noch den Ron dazu. Drei schönen Männer. Nein, wunderbare Sportsgeister hier und die haben sich schon einen wirklich großen Kampf hier geliefert und wir machen jetzt weiter mit Spiel Nummer 3, Surfen heißt das. Ich habe schon ein bisschen geguckt, es ist quasi tatsächlich wie Bullenreiten, dieses, was man vielleicht kennt, aber halt im Stehen. Ihr müsst euch auf diesem Surfbrett länger halten als der Gegner. Ihr dürft das Surfbrett nur mit den Füßen berühren und nicht anfassen, nicht draufsetzen und auch nicht kurz abstützen. Also eigentlich nur die Füße auf dem Brett. Wer sich länger hält, der gewinnt einen Durchgang. Wer als erster drei Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt das Spiel. Und bei beiden läuft selbstverständlich das gleiche Programm ab. Soweit alles klar? So, wollt ihr den Oberkörper freimachen? Ich frag für einen Freund. Nur wenn du mitmachst. Später vielleicht. War nur eine Frage. Nein, dann geht bitte auf eure Position. Achso, ich gehe hier in die Mitte, dann kann ich besser gucken. Sucht euch schon mal einen guten Halt. Ja. Okay. Fabian, okay? Julius, okay? Alles gut. Dann Maschine los. Zwei Olympiasieger im Duell hier. Ja, einige werden sagen, sieht so ein bisschen wie dieses Bullenreiten aus. Ist ein sehr verwandter Simulator hier, nur mit Surfbrettern. Sie tragen beide diese etwas rutschfesten Neopren-Füßlinge. Und hier muss man eigentlich sagen, dass Fabian vielleicht einen kleinen Vorteil hätte, weil er ein bisschen kleiner ist, geringerer Schwerpunkt. Aber das sieht auch drüben bei Julius super aus, während Fabian Probleme hat. Aber die Bewegung noch einmal meistern kann. Also beide Simulatoren mit dem gleichen Programm. Und schwierig sind übrigens nicht die Richtungswechsel nach vorne oder nach hinten, sondern so eine seitliche, schnelle Bewegung des Bretts. Wir gucken hin, das Programm fährt sich allmählich hoch, also es wird immer schwieriger. Und tatsächlich, Fabian muss hier schon alle Register des ehemaligen Turners ziehen und da ist er unten. Sehr gut. Und erster Durchgang. Darf ich auch runter? Du darfst auch runter, klar. Ihr müsst auch das Surfbrett wieder ein bisschen nach vorne drehen. Erster Durchgang geht an Julius Brink. Grüß mal nach vorne, die Spitze. So. Genau, wieder gerade machen, drüben auch. Wie viele Runden? Drei durch muss man gewinnen. Also ist noch alles da, alles drinne. Wieder rauf aufs Brett. Auch hier natürlich Körperspannung hoch 5. Und die Jungs haben mir gerade gesagt, wie fies ist das, wenn man sich nicht warm macht und jetzt schon die Muskeln anspannen muss. Aber nochmal, es geht hier um 100.000 Euro. Ihr seid klar beide? Julius? Fabian? Okay. Maschine los. Naja, zumindest die Fäuste sollten noch ziemlich warm sein bei beiden aus Spiel 1. Da ging es ja ganz schön zur Sache. So, man erkennt relativ schnell, dass beide wahrscheinlich nicht unbedingt aus dem Skateboard-Bereich kommen oder aus dem Surfen direkt. Aber wie gesagt, das ist auch so eine Sache, wo man sich von Sekunde zu Sekunde reinsteigert, antizipieren muss, was kommt als nächstes. Fabian scheint jetzt ein bisschen breiter zu stehen, aber hat nach wie vor die Probleme, das Gleichgewicht auszubalancieren. Diese Bewegungen sind die etwas leichteren, wir kennen es aber schon. So eine schnelle, ruckartige Rotation, das ist das Problem. Julius Brink, also der Beachvolleyball-Olympiasieger von 2012, macht das nach wie vor super und Fabian kämpft und rettet das Ding noch einmal und steht immer noch auf dem Brett und ist wieder da. Und jetzt, da geht's bergab und dann liegt er wieder da. Gut, kannst auch noch mal runter, wenn du willst. Aber stark, wie du dich dann noch mal rettest die ganze Zeit. Nee, wirklich, also Respekt. Zweiter Durchgang gehen auch an Julius. Das heißt, Julius muss noch einen gewinnen, dann hat er dieses Spiel gewonnen und kann ausgleichen. Applaus
Beine ausschütteln. Du kriegst gleich einen Kampf, ne? Nee. Nee? Ja, dann rauf aufs Brett. Müssen wir hier wieder umstellen, oder? Ich glaube, die Kollegen haben geguckt. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Kannst schon drauf. Also, noch ein Durchgang. Julius, musst du gewinnen, dann hast du dieses Spiel gewonnen. Aber Fabian kann natürlich noch alles geben. Ihr seid wieder klar, Fabian? Julius? Okay, Maschine los. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, was Julius hier zeigt. 1,86, wie gesagt, der etwas größere Schwerpunkt ist dann nicht hilfreich, aber er gleicht das sehr, sehr gut aus. Aber mal gucken, vielleicht kommt das große Comeback jetzt von Fabian Hambüchen. Wir haben also links den einst Vorzeigeturner aus Deutschland und rechts, Julius war viele Jahre einer der besten Beachvolleyballer der Welt. Also die Welt ist noch in Ordnung. In diesem Augenblick für beide, bei diesen leichten Bewegungen, aber das Programm, oder besser gesagt die Programme, werden langsam hochgefahren. Und jede Rotation bereitet Fabian kurzzeitig Probleme, aber er gleicht sie immer wieder meisterhaft aus. Und Julius das ziemlich gut mit den Beinen abfedert und da ist er weg. Ja, und wir haben den Sieger. Julius. Drei Durchgänge für Julius Brink. Ich hab nicht einmal rüber geguckt. Hey, Mann, du musst dich ja auch auf dich konzentrieren. Ja. So. Kommt wieder mit rüber zum Pult. Dankeschön an unsere Luftkollegen und Surfkollegen. Mach die Hüfte ein bisschen frei. Man merkt, dass du tanzt mich nicht. Ja, vielleicht hat er tatsächlich Let's Dance ein bisschen was geholfen. Körperbeherrschung. Also. Er steht jetzt nach Spiel Nummer 3 tatsächlich 3:3 Ausgleich. Applaus